Hallo, mein Name ist Ilse Maria Lechner und meine Firma ist das Entfaltungsparadies. Meine Leidenschaft ist es, gemeinsam mit dir deinen Familienalltag ausgeglichen und gelassen zu gestalten. Und ein ganz besonderes Anliegen ist mir das Thema Kindertrauer. Wobei für mich Kindertrauer nicht erst bei Krankheit oder Verlust anfängt, sondern schon viel früher. Denk mal an ein Kleinkind, das seine Kuscheldecke oder sein Lieblingskuscheltier verloren hat. Es ist todtraurig und sucht im ganzen Haus und es ist durch nichts zu beruhigen. Oder an ein Kindergartenkind, das der Situation Freund und Nicht-Freund ausgesetzt ist. Auch diese Kinder sind oft untröstlich, wenn sie auf der Nicht-Freund-Seite landen. Das ist nicht besonders lustig. Ja, oder auch eine andere Situation im Kindergarten. Zwei Kindergartenkinder schließen eine dicke Freundschaft und eines davon wird früher eingeschult als das andere. Auch dann kann es sein, dass eines oder sogar beide Kinder trauern. Ja, und wenn du Haustiere hast und das Haustier vielleicht einmal sich selbstständig macht und ein paar Tage nicht nach Hause kommt, auch dann kann ein Kind trauern und die Enttäuschung ist groß und auch die Angst, kommt das Tier wieder nach Hause, kommt es nicht. Wie gehen wir damit um, wenn diesem Tier wirklich etwas passiert ist? Und dabei ist es egal, ob es sich um einen Hund oder eine Katze handelt. Ja, und dann gibt es natürlich auch so die etwas schwereren Fälle wie Übersiedlung, der Verlust des persönlichen Umfelds, der Verlust des Freundeskreises. Oder auch ein Freund übersiedelt und ich verliere ihn dadurch. Oder eine Freundin. Die Eltern trennen sich, das kommt leider ziemlich häufig vor. Und auch das ist für die Kinder oft ein Anlass zur Trauer. Und oft sehen wir Erwachsenen dann, das Kind hat Schwierigkeiten wegen der Trennung. In Wirklichkeit ist es oft so, dass das Kind einfach trauert und wir ihm helfen sollten, mit diesem Trauerprozess zurechtzukommen. Und erst dann, viel später, kommen diese wirklich schweren Fälle wie Krankheit oder Tod. Wie geht man damit um? Wie sagt man seinem Kind? Und ja, wie kann man sein Kind wirklich unterstützen? Und um all das geht es in meiner Arbeit mit dem Thema Kindertrauer. Wenn du bei dieser Videoserie dabei bist, dann wirst du in den nächsten Tagen und Wochen noch viel mehr hören. Im nächsten Video geht es zum Beispiel darum, dass sich Kindertrauer nicht immer als Trauer zeigt, sondern auch in diversen Masken daherkommen kann. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.